Ja, Leute, willkommen bei einem neuen Video von mir und heute gibt es mal was richtig Cooles zu sehen. Und zwar haben wir ja letztes Mal in den Steam VR Sales und Neuerscheinungen das Spiel Kartoffel entdeckt und das habe ich für euch heute mal ausprobiert. Und zwar die Demo könnt ihr euch saugen auf Steam, die verlinke ich euch natürlich unter der Videobeschreibung, wenn ihr das mal selber ausprobieren möchtet. Ja, Kartoffel ist ein lächerlich süßes, aber herausforderndes VR-Puzzlespiel mit Lemming ähnlichen Vibes. Und so kommt das genau rüber. Es ist so hübsch gemacht. Comic-Grafik, die kleinen Kartoffeln sind sowas von putzig gemacht. Das müsst ihr euch mal geben. Also wirklich wunderschönes Game. Ist von einem norwegischen Entwickler, das Spiel. Also ist auf jeden Fall bei mir auf der Wunschliste mit drauf. Ich freue mich sehr darauf. Weil viele, sag ich mal, älteren Semester, wir haben ja damals alle Lemmings gespielt und das jetzt in VR plus mit Kartoffeln, ist es immer was richtig Cooles. Macht auch Spaß. Ich kann euch noch nicht so lange, noch nicht sagen, wie lange die Demo geht, aber ich denke mal, ein paar Levels werden auf jeden Fall schon sein. Veröffentlichungsdatum ist auf jeden Fall dieses Jahr. Da halte ich euch natürlich auf den Laufenden, wenn da die Vollversion erscheint. Geht momentan für die Vive und für die Oculus Rift und könnt ihr entweder am Stehen oder Stehen spielen. Ton ist angegeben in Deutsch, ja, aber habe ich noch nichts gehört in Deutsch, weil Oberfläche könnt ihr entweder auf Englisch oder Norwegisch machen. Also es gibt ein kleines Tutorial, ist aber leicht zu verstehen, aber ein wunderbares Spiel. Aber jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. Daumen und Abo nicht vergessen, wird natürlich kein weh tun und viel Spaß mit dem Video. Und ja, Leute, und da sind wir auch schon im Spiel drin und ja... Das Menü, Begrüßung, schöne Musik, schöne knuffige Grafik. Ja, was erwartet uns? Ich kann es euch noch nicht sagen, aber schaut mal hier. Das ist schon mal cool, ein kleiner Anhänger haben wir hier dran. Hier haben wir verschiedene Dinger, die wir drehen können. Alles klar, da können wir uns vorwärts, rückwärts bewegen und drehen. Und hier haben wir dann noch Pause und vorwärts. Alles klar, wir schauen uns mal die Settings an. Musik kann man einstellen, Sprache, Englisch oder Norwegisch. Okay. Vignette brauchen wir keine, die kann man ja ausstellen. Aber ganz wichtig für mich zumindest. So, okay. Select level to start. So, move around to rotate with your thumbstick. Hello, Kartoffel. Save. Also einen einzigen müssen wir... Ach, guck dir das mal an hier, okay. To start, move your pointer. Alles klar, also hier starten wir dann, okay. Und hier muss man natürlich jetzt ein Feld hinsetzen, da haben wir einen so ein Ding. Okay, das... Was mache ich denn? Ah, alles klar. So, zack. Und jetzt... Ey, guckt... Oh, ist der nicht putzig? Oh, das ist doch knuffig, oder? Ja, cool. Und wir können hier schön hinterher gehen. Ja, geil. Flupp. Und schon geschafft. Okay. Ja, da haben wir ja sozusagen, das ist ja der Spielinhalt, was uns hier erwartet. Ziemlich lustiges Game. Oh, hier gibt es natürlich ein bisschen mehr. So, wir können natürlich auch so, dass wir uns bewegen können mit den Crypt-Tasten, alles klar. So, okay, also da kommt hier runter, hier runter, hier runter. Wir haben zwei solche Felder. Aber rein theoretisch können wir jetzt mal gucken, wenn er hier drauf kommt. Kann man den anfassen? Ach, er quietscht. Ach, guck mal, der kann fliegen. Alles gut, jetzt habe ich es. Ja, warte mal. Zurück. Restart Level. Ja. Also, da geht es so runter. Da brauchen wir auf jeden Fall hier ein Feld, ja, damit er hier runterfällt. Und theoretisch, wenn das geht, genau. So, und jetzt können wir starten. Demo, das ist natürlich die Demo nur, was ich euch zeige. Also ich freue mich wirklich auf die Vollversion. Verlinke ich euch unter der Videobeschreibung. Da könnt ihr das mal selber austesten. Es läuft butterweich, das Game. Es sieht richtig cool aus. Sehr schön. So, und runter mit dir, mein Kleiner. Zack, wunderbar. Oh. Ach. Okay, also er darf nicht so weit fallen. Okay. Also war das jetzt zu weit für ihn? Ja, wir versuchen es mal so. Und dann... Hier nochmal so. Okay, also sie kriegen auch Fallschaden, alles klar. Muss man natürlich auch erstmal wissen. So, die Höhe haut hin. Zack. Ach, die sind ja sowas von putzig, ne?
Süß. Zack. Jetzt sieht's gut aus. Zack. Na wunderbar. Sehr schön. Aber ich denke, das wird auch nicht bei einem bleiben. Wie wir es von Lemmings damals kennen, gab es dann über 100 Stück, ne? Ja, schön. Wir sind ready for the next level. Flip devices with A oder B while holding or hovering over them. Was haben wir hier? Ach, guck mal, da haben wir eine Kurve. Alles klar. Damit die da nicht lang gehen. Nein, ich will das löschen. Kann man das löschen? Alles klar, wir können es so. Also gibt es ja jetzt auch keinen Sinn, das Ding. Ne? Wir haben ein normales Feld. Ist natürlich ein bisschen blöd, wenn das mit den Crypt-Tasten liegt, bewegt man sich automatisch immer ein bisschen mit. So. Rein theoretisch, das brauchen wir ja jetzt eigentlich nicht. Ne? Warte mal, das können wir hier rein. Ich will mal schauen, wo der jetzt... Da läuft der so lang. Jetzt ist die Frage, ob er da dran läuft oder ob wir da das denn. Na, da brauchen wir auf jeden Fall so ein Ding. Ach, guck mal, jetzt kommt gleich mehr. Okay. So, wo laufen die jetzt lang? Zack. Alles klar. Ich weiß nun nicht, nämlich, ob wir hier jetzt eine Kurve hinmachen müssen. Alles klar, die sind. Okay. Okay. Ja. Also hier müssen wir auf jeden Fall eine Kurve hinmachen. Also einmal, gut, geht so besser, ne? So. So, da haben wir die Kurve. Aber guck mal, wir haben da nur zwei solche Dinger. Oder können wir während der Pause die oben ändern? Das kann natürlich auch sein. Wir lassen die mal kurz drüber laufen. Ich guck mal, ob wir das dann nochmal wegnehmen können. So. Ja, jetzt machen wir mal. Ach so. Ah, okay. Können wir das? Ah, wir können es wegnehmen. Alles klar. Wir können in Realtime arbeiten und es funktioniert. Sehr schön. Zack. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Ich sag mal, die ersten Level sind ja doch wirklich immer einfach. Ach, guck mal, jetzt gibt's, jetzt sind wir sogar hier im Dunkeln. So, 3 von 5 müssen wir retten. Die kommen hier raus. Da haben wir hier eine schöne Sprungschanze. Okay. Ja, ist eigentlich. Also wir müssten einen so springen lassen, einen so springen lassen, einen so springen lassen, wenn das funktionieren soll. So. Ein so. Ups. Achso, ich hätte vorher ja, loslassen sollen. Das müssen wir nämlich auch mal falsch gemacht haben. Also. Machen wir einen so hin. So, Start. Wirklich grafisch richtig schön gemacht. Ah, das haben wir falsch rum. Okay, guck mal, jetzt hat es auch geklappt. Zack. Zack, da kommt noch einer. Und er hat es geschafft. Ja. Sehr schön, trotzdem 3 Sterne bekommen. So, da laufen die hier hoch. Na, wir können es eigentlich auch so machen. Ja, dass die so, da springen die da drauf. Ja. Aber ich glaube, das ist bestimmt jetzt zu einfach gedacht, wie ich das vorhab. Weil jetzt wird er gerade auslaufen, ne? Ja, er springt aber runter, ne? Nein, komm hier. Nein. Weg ist er. Oh. Okay, aber der Ansatz war schon mal ganz geil. So. Das nächste hin. So.
So, müsste rein theoretisch funktionieren. Dann geht er hier lang. Dann brauchen wir hier noch eine Kurve. So, ja, müsste funktionieren. Chris the Superbrain, kann ich nur dazu sagen. Zack. Und jetzt wieder da drauf, genau. Können wir uns hier nochmal von da angucken. Schaut mal hier. Guckt mal, ist der. Oh, guck mal, da kullert der sich um die Ecke. Schön. Zack. Flupp. Geschafft. Yes. Sehr cool. Gefällt mir bis jetzt richtig, richtig gut, das Game. Gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Ja, den Rest von der Demo könnt ihr mal euch selber anschauen. Ist mal so ein First Look. Also, das Spiel auf jeden Fall, wenn die Vollversion kommt, zeige ich euch es auf jeden Fall nochmal. Was haltet ihr von dem Spiel? Ab in die Kommentare damit. Und ja, Daumen und Abo nicht vergessen. Tut natürlich kein weh. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Haut rein. Macht's gut. Ciao.